Sonst. Wir waren beim 10. Kontaktbericht mit Semyase, denn das für mich einer der wichtigsten oder ist vielleicht sogar der wichtigste, weil sie dort die Geisteslehre erklärt. Und wir waren bei dieser Scheinliebe stehen geblieben. Da hatten wir schon letztes Mal etwas drüber gesprochen. Und da wollte ich jetzt hier, da sind so viele gute Sätze und wichtige auch, dass ich da jetzt manchmal ein bisschen mehr vorlesen muss, weil das sonst, glaube ich, zu sehr aus dem Zusammenhang auseinandergeht. Ja. Und zwar sagt sie, Liebe und Weisheit gehören zusammen, denn die Schöpfung und ihre Gesetze sind Liebe und Weisheit zugleich. 63. Satz, wo Weisheit und Wissen sind, da sind Liebe und Erkenntnis. Und wo Erkenntnis und Liebe sind, da ist die Schöpfung. Wachstum in der Liebe und Weisheit lehren den Menschen, die Schöpfung zu erkennen. Erst aber lernt der Mensch die Wahrheit und wird dadurch Freiheit und Frieden erlangen. Ein Frieden, der unvergänglich ist, eine Kraft ohne Ende. Und zwar war für mich da, Liebe und Weisheit gehören zusammen. Das ist für mich nachvollziehbar. Ein Mensch, der weise ist, trägt auch immer viel Liebe in sich. Und dass sich das gegeneinander bedingt. Ja, das bedingt genau. Ja, und denn die Schöpfung und ihre Gesetze, also die Schöpfung und wie sie sich manifestiert, das gehört auch zusammen. Das ist auch richtig. Sozusagen wechselseitige Beziehung. Richtig. Denn die Schöpfung und ihre Gesetze sind Liebe und Weisheit zugleich. Und Weisheit ist das, wo das Wissen kann angewendet werden, so wie es tatsächlich muss sein, in Wirklichkeit. In einer Form, die verständlich ist, die nachvollzogen werden kann. Ja, okay. Ja, fragst du? Ja, auf der einen Seite macht das für mich Sinn, auf der anderen Seite merke ich aber auch, dass ich das nicht wirklich erfassen kann. So. Weisheit, wenn du Weisheit anwenden tust, dann tust du das anwenden, was richtig ist. Was unwiderstehlich richtig ist. Wo nicht veränderbar ist, wo besteht und bestehen wird für alle Zeit. Ja. Wo du nicht kannst ändern, weil es eben so ist, dass es der Wirklichkeit, der Wahrheit, der Tatsächlichkeit entsprechen tut. Und das ist unabänderlich. Durch alle Böden hinweg, was auch immer passiert, was auch immer machst, es ist unabänderlich. Eine Weisheit beruht effektiv auf dem, was tatsächlich ist, was effektiv ist. Das ist, was Weisheit darauf beruht. Und die Evolution des Bewusstseins ist, geht es darum, die Weisheit zu erlangen. Das ist ein Weg, wo muss gehen werden. Ja. Ich sage jetzt muss oder soll eigentlich gehen werden vom Mensch aus, aber es ist das, was eigentlich wir haben leider nur das Wort muss, oder? Was tatsächlich ist, was,
was unumgänglich ist, ja. was effektiv ist. Ja, im Grunde ist es unvermeidlich, weil sonst unvermeidlich. Hast du immer nur Probleme. Ja, ja. Ja. Und die will man halt auch doch nicht haben. Ja. Nein, die Weisheit besteht aus dem, wo alles und jedes, was du auch immer denkst, was du fühlst, was du an Gedanken pflegen tust, an Gefühle pflegen tust, Empfindungen aufbringst und so weiter und so fort. Was immer geschieht, was immer machen tust, das ist das, was effektiv ist, was Weisheit ist. Ja. Ja. Die Weisheit ist das, wo das Allerhöchste ist, was es überhaupt geben kann. Also, ja. Du kannst das nicht irgendwie verändern. Es gibt nicht irgendwie eine andere Form oder sonst irgendetwas. Weisheit ist Weisheit und Weisheit ist das, was wir unseren Sprachgebrauch haben, wo wir sagen, das ist vollkommen. Ja. Und wer die... Wenn es darum geht, zum Erklären, was Weisheit ist. Ja. Also jemand, der die Gesetze nach und nach erkennt, also die schöpferischen Gesetze, wie sie wirklich sind, und das erkennt, das ist so. Ja. Und dann auch die kann befolgen in dem Rahmen wird befolgen, tut befolgen in dem Rahmen, wo einfach das unabänderbar ist. Ja, der entwickelt immer mehr Weisheit. Richtig. Im Grunde. Ja. Ja. Weil er schauen tut, dass das, was er aufnimmt, nur das ist, was wirklich ist, was Wahrheit ist, was tatsächlich ist. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Hast du jetzt? Ja, das ist ja das. Das Erkennen und dann das aber auch eben anfängt zu leben. Teil anfängt, sondern wirklich nur kann. Ja, also und dann auch weiterlebt und dann wirklich zu seinem Wesen wird. Ja. Ne? Dass das nicht ein aufgesetztes Sache ist, richtig. Sondern dass die von innen kommt dann. Dass es effektiv ist. Ja. Mhm. Dann 69. Satz. Der Erdenmensch spricht von Liebe, die er nicht kennt. Er glaubt zu wissen, dass seine Regungen Liebe seien und betrügt sich dadurch selbst. Liebe kann man nicht in Worte kleiden, denn sie ist, genau wie das Glück, ein Zustand und kein Ort. Wahre Liebe ist unvergänglich und nichts vermag sie jemals in etwas anderes zu verwandeln. Wahre Liebe ist auch die Wahrheit, effektive Wahrheit. Es ist nicht einfach ein Gefühl, wie der Mensch das amix in sich inne tragen tut. Es ist nicht einfach ein Gefühl. Es ist eine Vorhandenheit, eine Gegenwärtigkeit, wo ständig da ist, wo nicht tut wanken, nicht nach oben, nicht nach unten, nicht nach rechts, nicht nach links oder sonst, sondern immer da ist. Und das ist etwas anderes als das, was der Mensch als Liebe definieren tut oder als sagt, ich habe dich lieb und so weiter und so fort. Es ist sehr viel mehr, nämlich das, was in der Form, die ich jetzt gerade gesagt habe, vorhanden ist, ist wankelmütig. Und eine wahre Liebe ist aber nicht wankelmütig, die ist immer da, das ist nicht einfach ein Gefühl, das ist ein Zustand. Das ist etwas ganz anderes, als wenn einer einfach sagt, ich liebe dich oder sonst irgendetwas oder ich habe das und dieses und jenes lieb und so weiter und so fort.
Das ist einfach ein Gefühl, das der Mensch momentan hat. Aber eine wahre Liebe ist beständig. Die macht auf keiner Seite irgendwelche Regungen. Die bleibt immer gleich. Und das ist nicht einfach ein Gefühl. Das ist effektiv ein Zustand. Und ein Zustand ist nicht ein Gefühl. Ein Gefühl tut wanken. Je nachdem, wie der Mensch denken tut. Wahre Liebe aber ist ein Zustand und die ist nicht wankelbar. Ja. Zum Verständnis würde ich da kurz deine Definition von Liebe kurz vorlesen, dass besser zu verstehen ist, worüber wir reden. In deinem Buch Gesetz der Liebe steht hinten drauf sozusagen die Definition. Liebe ist absolute Gewissheit dessen, selbst in allem mitzuleben und mitzuexistieren. So in allem Existenten, in Fauna und Flora, im Mitmenschen, in jeglicher materiellen und geistigen Lebensform, gleich welcher Art, und im Bestehen des gesamten Universums und darüber hinaus. Ja, und das ist ein Zustand. Ja. Das ist nicht ein Gefühl, das ist ein Zustand. Und das ist etwas vollkommen anderes als ein Gefühl. Ein Gefühl tut immer wanken. Ja. So oder so. Nach oben, nach unten, nach rechts, nach links. Und ja. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Ja, die Scheinliebe mal beiseite, über die wir letztes Mal schon gesprochen hatten, das ist halt dieses Oberflächliche, ne, dieses Gefühlsding, so, ne. Heute ja und morgen nein und so, ne. Aber jetzt, du schreibst ja auch von, in der Beziehung, dass da eine Empfindungsliebe vorherrschen sollte in einer Partnerschaft. Ja. Inwiefern unterscheidet sich jetzt... Empfindungsliebe ist das, dass der Zustand auch empfindet tut, was du einem anderen gibst und was von der anderen Seite kommt. Ja. Du gibst deine Empfindungen auch in dem Zustand, wo du hast, also Liebe, tust du deine Empfindungen, wo du dann hast, nicht Gefühl, sondern Empfindungen, tust du weitergeben an den, wo du sagst, ich habe dich wirklich lieb. Wo der Zustand Liebe tatsächlich entsteht, vorhanden ist und du weitergibst durch deine Empfindungen. Dann die Empfindungen, wo du hast, die kannst du weitergeben einem anderen Mensch. Du kannst sie weitergeben durch deine Hand, durch Berührungen, durch Handlungen und so weiter und so fort. Du kannst sie aber auch empfindungsmässig weitergeben. Du kannst den anderen Mensch fühlen lassen, oder was mit dem Gefühl überhaupt nichts zu tun hat. Wahrnehmen lassen. Wahrnehmen lassen, empfinden lassen, was in dir innen für den anderen Mensch vorgeht. Ich kann also empfinden, deinen Zustand empfinden, was du empfinden tust. Ja. Was dein Zustand ist. Das ist das, was man sagt, Empfindungsliebe. Und das ist vorhanden in der wahren Liebe und ist da enthalten. Ja. Es ist nicht etwas Separates, wo eine andere Form von Liebe vorhanden ist, sondern die Empfindungsliebe entsteht aus dem, aus was der Mensch als Zustand hat. Also Liebe, wirklich wahre, effektive Liebe hat. Das entsteht aus dem raus. Und die ist auch
wo sie hier sagt, wahre Liebe ist unvergänglich. Ja. Also bei einer Empfindungsliebe, selbst wenn man sich trennt, ja, bleibt die trotzdem bestehen. Unbedingt. Ja. Ist unwandelbar. Ja. Die Empfindung, wo du hast, das merkst du, du hast die Empfindung. Und die bleibt bestehen. Die kannst du aber weitergeben, dass der andere das merken tut. Dass du ihn lieb hast, zum Beispiel. Das sagst du so einfach. Ja, das ist aber so. Es ist einfach gesagt, aber es ist schwer zu machen. Ja, wenn der Mensch da das Wort Liebe brauchen tut, dann tut er das mit Gefühl verbinden. Ja, genau. Das ist aber verkehrt. Ja. Liebe ist nicht einfach ein Gefühl, sondern Liebe ist effektiv ein Empfindungszustand. Der eine gewisse Innenschau ja immer voraussetzt. Ja, das kannst du so sagen. Ja. Aber das wird nicht mehr verstanden. Ja, ja, gut. Aber sie kommt da gleich noch drauf. Deswegen, ja. Und das, als ich das erste Mal las, dachte ich, oh, das ist aber irgendwie unspektakulär. Aber in Wirklichkeit... Es ist unspektakulär, wenn aber, du das verstehst. Aber es ist spektakulär für denjenigen, der es nicht versteht. Naja, ich glaube, spektakulär, wenn man das wirklich erfährt, dass man wirklich mit allem verbunden ist. Ja, das kannst du vielleicht sagen, ja. Erfahren die wenigsten, ne? Ja. Deswegen. Ja, und in der Regel kann das Verständnis dann nicht nachvollzogen werden. Ja, weil. Da halt wieder diese Innenschau, ja, weil das kann ich ja nur in mir entdecken, ja, das kann ich ja nicht da draußen selber sehen. Ja. Da. Ja. Und da das zu erkennen, mit allem verbunden zu sein, ja, ich sehe nicht viele Leute, die das, glaube ich, realisiert haben. Nein, das geht nicht. Also, das kann man intellektuell natürlich nachvollziehen und das ist ja auch so ein netter esoterischer Spruch, ne? Wir sind alles eins und ja, ja, das, so, ne? Das ist eine leere Rede. Genau, das sind so leere Phrasen, ne? Ja. Aber wer das wirklich erlebt, der würde da ganz anders drüber reden. Richtig. Ne? Daran erkenne ich das immer so, wie die Leute drüber reden, so. Ja. Gut. Ich lese noch mal den letzten Satz davor. Wahre Liebe ist unveränderlich, unvergänglich und nichts vermag sie jemals in etwas anderes zu verwandeln. Der Pfad der Bewusstseinskraft und der Geisteskraft geht über die Erkenntnis der Wahrheit, des Wissens, der Weisheit und der Liebe hinaus. Jetzt, dass es noch über die Liebe hinausgehen soll und über die Weisheit, der Pfad der Bewusstseinskraft. Da dachte ich, ja, eigentlich gibt's doch nichts Größeres als die Liebe und die Weisheit. Und jetzt soll der Pfad der Bewusstseinskraft da noch über hinausgehen. Das geht drüber hinweg. Und zwar aus dem Grund, im Schöpfungsbereich existiert noch etwas anderes als nur Liebe. Dann es existiert noch die Tatsache von der Wirklichkeit und da heisst es, die muss wahrgenommen werden. Ohne das geht es nicht. Worüber wir gerade sprachen, Weisheit zu entwickeln, um Liebe zu erkennen, um Weisheit zu entwickeln. Ja. Und das ist noch wichtiger, weil das ist, ja, ohne dass du kannst du gar nicht den Weg nein gehen.
Das kannst du nicht finden. Ja. Das kannst du nicht anstreben, einfach so, sondern das musst du kennen, das musst du kennenlernen. Ja. Um genau, wenn du von da nach da gehst, musst du den Weg kennen. Und dass du überhaupt kannst beschreiten. Ja. Und wenn du den Weg nicht kennst, dann gehst du in die Irre. Das ist also höher gesetzt in dem Moment, wenn du etwas weisst, dann musst du auch können erfahren, durch das, was weisst, wie, wo, wann. Ohne das geht's nicht. Ja. Ist das sozusagen, ich meine, bis auf wenige bisher sind sozusagen in die Figo geboren oder halt mit der Schöpfungsenergielehre aufgewachsen. Also wir sind ja fast alles Suchende, sag ich mal. Nicht der Mensch immer. Ja. Solange der Mensch ist. Ja. Ja, manche suchen halt eben vielleicht mehr nach dem Materiellen, aber eben andere auch nach Wissen und Wahrheit. Ja. Und dass dieser Pfad der Bewusstseinskraft, dass diese Kraft eigentlich in uns bewusst oder unbewusst ständig wirkt, um die Wahrheit zu finden. Ja. Ich will dir das so sagen, das Einmaleins, wenn du es Einmaleins kannst, das ist nur ein Wissen. Ja. Das nützt dir überhaupt nichts. Ja. Es ist das, was du dann weißt. Aber wenn du ein Resultat willst erreichen mit dem Einmaleins, dann musst du anfangen, Zahlen biegen. Verstehst du, was ich meine? Zahlen zusammenrechnen. So und so viel gibt das, so und so viel gibt das. Du musst also ein Resultat erreichen. Das Resultat ist das, was du dann brauchen tust, um das, dies und jenes, ich sage jetzt, können zahlen. Oder du kannst bewerkstelligen. Du weißt, wie du es anstellen musst, wie du es anrichten musst, wie du es handhaben musst, wie du es ausführen musst. Das geht dann drüber aus. Ohne das kannst du rein gar nichts machen. Ja. Du kannst nicht Liebe in dir in einfach so entwickeln. Du musst wissen, wie. Du musst wissen, warum. Du musst wissen, wie, wann, wo, was. Ja. Anders geht's nicht. Du musst alles lernen. Ja. Eben, wie es einmal eins und dann anfangen, Zahlen biegen und das Resultat herbringen. Und das Resultat dann noch verstehen. Warum hat jetzt das ergeben? Ja. Ja, gerade Mathematik ist ein gutes Beispiel. Das ist, wird schnell komplex. Also einmal eins geht ja noch, aber... Genau, so ist es. Siehst, und wenn du darüber nachdenkst, über das alles mal nachdenkst, gründlich nachdenkst, dann kommst du auf das, auf dieses, auf jenes. Und das bringt wieder Fragen auf. Und die Fragen, denen musst du wieder nachgehen, musst du wieder anfangen, Zahlen biegen. Ja. Und wenn du daher kommst, aufs Resultat, musst du wieder anfangen, Zahlen biegen. So geht das ganze Leben. Ja. Ja, im Grunde eine ständige Suche nach Antworten. Genau. Es Suchen, es Erkennen, es Finden, es Anwenden und Verarbeiten. Und daraus entstehen dann wieder die neuen Fragen. Richtig. Denn ich merke, wenn du mir dann manchmal eine Antwort gibst, dann, okay, das. Aber erst wenn ich es wirklich verstanden habe, dann können daraus neue Fragen entstehen. Erst dann.
Ne? Vorne nicht. Genau, weil manchmal sitzt man dann da, ah ja, das klingt gut. Ja, aber weißt, wenn eine Frage gestellt wird und es wird eine Antwort geben, es wird nicht in der Art und Weise eigentlich darüber nachgedacht, wie es notwendig ist. Warum ist die Frage so und so beantwortet worden? Warum ist die Antwort so und so aufgebaut? Was steckt weiter dahinter? Und so weiter und so fort. Ja. Ja, genau. Dann sagt sie, Sinn und Aufgabe der Geisteslehre liegen daher darin, Wahrheit, Wissen, Weisheit und Liebe zu verbreiten. Mhm. Eben, wenn du dann nachher wirklich so wie Kunst gehst, antworten kannst, gehst die beherrschen tust, dann sollst du das auch austragen. Sollst es nicht alleine für dich behalten, sondern es auch einem Mitmenschen weitergeben. Ja. Ja. Und das ist das, was wir ja machen. Ja. Oder wir versuchen, das zu machen. Ja. Versagt die Lehre aus Missbrauch oder Falschinterpretationen darin, dann ist sie keine Hilfe mehr, sondern sie wird zu einem bösen Kult. Ja, das ist genau das. Wenn der Mensch anfängt denken, dann muss er in richtiger Art und Weise denken und nicht in Annahmen, nicht in Meinungen und so weiter, sondern effektiv das, was tatsächlich ist, gucken, suchen. Und das weitergeben. Und nicht einfach Ansichten, Meinungen und so weiter weitergeben. Sondern das, was effektiv das ist, was tatsächlich hinter allem steckt. Ja. Ja, und sonst kommst du einfach schief raus, kommt krumm raus und dann ist wieder ein Serweg, wie bei den Religionen. Es wird etwas zusammenfantasiert, es wird etwas rausgegeben, wo hinten und vorne nicht stimmt, wo erstunken und erlogen ist. Wo einfach auf einer Annahme beruht, auf einer Meinung beruht. Und eine Annahme ist immer falsch und eine Meinung ist immer falsch. Ja. Es ist nur richtig, wenn das, was der Mensch denkt, dem tatsächlich entspricht, wie das in Wirklichkeit ist. Anders ist nicht irgendetwas zu erreichen, wo wertvoll ist. Dann entsteht ein Glaube. Ja, vor allen Dingen das Wort Falschinterpretation. Eine falsche Interpretation beruht immer auf einer Annahme oder auf einer Meinung. Ja, nur ist das halt für... lass mich bitte trotzdem den Satz zu Ende lesen. Da ist noch, also versagt die Lehre aus Missbrauch oder falscher Interpretation darin, dann ist sie keine Hilfe mehr, sondern sie wird zu einem bösen Kult, der durch Irrlehren das materielle Bewusstsein versklavt und Unwissenheit schafft, wie dies bei den Irrlehren der Sekten und Religionen der Fall ist. Glaube, ja, genau. Ja. Jetzt ist es halt... Du bist ja jetzt der Erste, der das sozusagen niederschreibt. Mhm. Das war bei Immanuel nicht so, Mohammed nicht so. Also erst später wurde was, wesentlich später, wurde was niedergeschrieben. Was dann wahrscheinlich schon in den meisten Fällen, die das niedergeschrieben haben, schon Dinge falsch aufgeschrieben haben. Nehme ich mal an, dass das schon so losging. Und selber Sachen interpretiert, wo falsch interpretiert, falsche Vorstellungen und so weiter und so fort. Und einfach Zusätze, und wo hinten und vorne gestimmt haben und so weiter. Schon da ist dann eine Verfälschung eingetreten, auch wenn sie vielleicht in meisten Fällen gar nicht gewollt war. Einfach fehlerhaftes Gedächtnis. Auch das ist. Ja. Und dann aber nach und nach wurde das dann, wie das in der Theologie ist, man diskutiert die Schriften.
ne? Sagen wir mal die Bibel oder so. Da geht es ja dann auch ständig um die Interpretation oder Auslegung dieser Worte. Und das wird ist bei dir ja auch so. Deswegen mache ich das ja jetzt mit den Interviews mit dir, um da mehr Klarheit reinzubringen. Ja, es ist einfach das, es ist gesagt worden, aber es ist nicht ausgeführt worden. Weißt du, was ich meine? Es ist nicht näher erklärt worden, es ist einfach das Grundsätzliche gesagt worden, aber ohne Erklärungen dazu. Ja. Und das ist einfach das. Es geht nicht aus dem Grund, weil einfach nie mehr fertig wurde. Da könntest du ewig und ewig und ewig könntest reden. Ewig und ewig und ewig könnte ich schreiben. Ja, daher, ich befrage dich auch nicht zu jedem Satz, sondern wo, das ist natürlich auch schon wieder eine Interpretation, aber wo ich meine, ah, das sind wichtige Sätze. Ja, ne? Richtig, richtig. Aber du musst sehen, wenn man etwas sagt, dann kann man nur, etwas ansprechen, oder? Wenn es aber erklärt werden muss, dann muss man das separat machen. Das ist dann zusätzlich. Das, was da ist, was zum Jasen zum Beispiel gesagt hat, das ist einfach das Grundsätzliche, was notwendig ist. Aber wie man das muss ausführen, was muss verstanden werden, alles dahinter, da muss man das da oben Zweig machen. Und entweder selber denken und schauen, dass man, das Resultat findet, was meistens schwer ist und unmöglich. Aber man kommt wenigstens ein Stück weit voran damit, dass man einen Punkt erreicht, dass man es kann verstehen. Ja. Ja, also ich kann aus Erfahrung aus von den jetzt tibetisch-buddhistischen Texten, die sind zum Teil so kryptisch oder auch so schwierig einfach zu verstehen, dass die ohne Erklärung eines Lehrers nicht verständlich sind. Ja. Und so sehe ich das ja auch. Es ist alles sehr weg, dass derjenige, der es dann lesen tut oder hören tut, selber muss denken und bis zu einem gewissen Punkt her sich eventuell das kann verstehen. Aber für ein endgültiges Verständnis oder ein endgültiges Verstehen brauchst du dann wieder jemanden, der Bescheid weiss darüber. Ja. Aber das ist ja dann halt die Frage, wer hat dann nachher das Wissen, weißt du? Ja, das merke ich ja schon, wenn Fragen manchmal kommen. Für das gibt es Menschen, die weiterkommen, wo lernen können und das erfahren, irgendwie im Lauf vom Leben dahinter stoßen und das dann können weitergeben. Es gibt immer Menschen, die das können. Ah ja. Ja. Und es fehlt tatsächlich nicht an dem, aber in der Regel kommen die nicht durch. Ja. Weil man sie einfach auf die Seite stößt und sagt, du bist ein Fantast, du bist ein Spinner, du bist ein Idiot oder weiss ich was. Ja, genau. Das so. Ich weiß, das ist das nicht dein Lieblingswort, aber die Reinkarnationslehre existierte ja im anfänglichen Christentum. Also das Wissen darum, dass wir nicht nur ein Leben leben. Mhm. Wenn du jetzt einen Christen fragst, ja, wir leben nur ein Leben. Ja. Kommen dann in die Hölle oder in den Himmel? Wir leben tatsächlich nur ein Leben. Mehr nicht. Ja, aber unsere Schöpfungsenergieform, die geht ja wirklich die von... Die geht weiter und weiter und weiter. Und geht das Leben weiter an die nächste Persönlichkeit. Ja. Das heisst, wir leben also nicht weiter, sondern... Nein. Eben, Schöpfungslebensenergie existiert weiter und tut weiter eine Persönlichkeit beleben. Ja,
Und das Wissen existierte. Ja. Bis sie dann 553 bei einem Konzil oder so entschieden haben, hey, nee, alles Blödsinn. Und sie haben es sogar zum Anathema gemacht. Also dogmatisch unterdrückt. Ne, du durftest das, wenn du davon gesprochen hast, dann wurdest du exkommuniziert oder umgebracht. Ja, richtig, richtig. Das ist in jeder Religion so, wo alles dogmatisiert worden ist. Ja. Da ist es dogmatisiert. Im Christentum genauso, wie im Buddhismus genauso, wie im Islam oder im Zoroaismus oder was es auch immer ist. In jeder Sekte sogar. Ja. Aber tendenziell, wo sich dann halt die Dummbacken gegen die Wissenden dann durchsetzen. Ja, genau. Das ist es. Und das ist schwierig. Ja, das wird in der Zukunft ein Riesenproblem. Ja. Also auch innerhalb der Figur. Das ist der Kunde, der ist in Zukunft. Das ist schon. Ja, das geht auch jetzt schon. Ja, wo dann neue Leute in die Gruppe kommen. Das hat schon im Altertum existiert. Der Dogmatismus, der ist schon vom Altertum her aufgebaut worden. Und immer weiter und weiter. Ja. Ja. Nur das. Haben wir ja was vor. Gut. Gerade diese Falschinterpretation, die haben eigentlich. Denn die Propheten haben es ja richtig gelehrt. Ja, natürlich. Aber diejenigen, die das dann nachher weitergetragen haben, das ist ja nicht aufgeschrieben worden. Ja, es ist ja erst Jahrhunderte oder ein Jahrhundert oder zwei, drei, vier, fünf Jahrhunderte später ist es aufgeschrieben worden. Ja. Und hat behauptet, ja, es ist schon seit da aufgeschrieben worden. Stimmt hinten und vorne nicht. Oder? Und er hat einfach das, dieses und jenes, hat dann das erdichtet, hat vom Gehören sagen, oder? Und hat das wieder aufgeschrieben und selber noch Fantasie dazu gegeben. Und ich habe nur auf die Uhr geguckt. Ah, das ist der Ober, das ist der Andreas. Also, nee, ich hör nur deine Stimme. Das ist der Andreas. Ah, okay, ja. Selber noch dazu gedichtet und so weiter und so fort. Und das hat dann das gegeben, was später rausgekommen ist. Und aufgeschrieben worden ist und gedruckt worden ist. Und wenn du schauen, was da alles existieren tut, heute Bücher, die hinten und vorne nicht geschrieben worden sind, von denen, wo es heisst, sie hätten es geschrieben, wo ihr Name drin steht und so weiter, nichts als Lügen. Ja. Das, was oder eben die Malereien und so weiter und so fort. Es ist einfach alles auf Lug und Trug aufbauen. Oder? Ja. Da musst du schauen, was ist jetzt in Wirklichkeit, was stimmt jetzt hinten, was stimmt jetzt vorne und so weiter und so fort. Und das heute herauszufinden, das ist immer schwieriger, immer schwerer. Ja. Je länger das Zeit in die Vergangenheit geht, wo etwas aufgeschrieben worden ist, umso schwieriger wird es, das können anzuprüfen. Ja. 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 Im Grunde, so wie niemand mehr lebt aus der Zeit. Ja. Es ist wirklich Geschichte. Ja. Also du kannst ja niemanden mehr, was vor 150 Jahren war, kannst niemanden mehr zu befragen. Ja, musst gar nicht so weit durchgehen. Musst nur einmal in den letzten Weltkrieg gehen. Ja, nur was dort war von den Nazis, was dort wirklich passiert ist, von dem ist bis heute nie etwas gesagt worden. Ja. Ja, auf beiden Seiten, ne? Oder auch auf amerikanischer Seite. Auf beiden Seiten. Ja. Auf beiden Seiten. Ja. Nicht nur bei den Nazis, sondern auch bei den Amerikanern. Ja. Oder? Und bei den anderen, die mitgewirkt haben, bei den Australiern zum Beispiel, oder bei den Japanern und so weiter und so fort. Oder? Ja. Was wirklich gegangen ist, das ist ein paar Mal aschgrauer als das, was bekannt. Was wir wissen, ja. Ja. Ja, in der Kunst stört mich das, dass
wenn das Leute kopieren, ne, dann steckt da ja meist eben die Gier dahinter, damit Geld ja, zu machen. Ja, das ne? geht um, ums genau, Geld, es geht um ums Millionenbeträge. Aber das selbst wenn ich jetzt in ein Museum gehe, ah, ist das jetzt ein Original Van Gogh oder nicht, ist mir das eigentlich egal, weil auch eine Kopie kann mich inspirieren. Ja, natürlich, ne? Gegen das ist ja nichts einzuwenden. Genau, aber bei Lehren ist das was anderes. Ja. Ne? Da geht es ja um wahres Wissen. Ja, natürlich. Geht, ne? Um wahres Wissen, nicht so Scheinwissen oder oberflächliches Wissen, sondern wer bin ich wirklich, ne? Oder was ist meine Aufgabe? Ja, das habe ich ja erlebt. Das hat der Figu erlebt, oder? Wo der, zum Beispiel der Hans-Rudi Glanzmann alles gefälscht hat, oder der Tilse von Jacobi und so weiter und so fort, oder? Ja. Weißt, völlig anders geschrieben. Oder aus dem rausgeschrieben, als was wirklich war, was wirklich gestanden ist, was Kontaktbericht war. Man hat das umgemodelt. Ja, ja, und gerade da, das sind Verfälschungen, die Menschen über Leben hinweg in die Irre führen können. Genau. Aber ob ich jetzt einen echten oder einen falschen Van Gogh sehe, das wird mich jetzt Nicht in meiner Entwicklung groß behindern, oder stören. Ja. Aber das sind Sachen, die, das habe ich gerade gestern an Britt geschrieben, dass solche Sachen, das sind eigentlich spirituelle Verbrechen. Ja. So, ne? Mhm. Also auch was jetzt mit dem einen passiert ist, Jedaya Ramnarine ne? Mhm. Das wird in unserer Welt überhaupt nicht geahndet. Ja. Obwohl das im Grunde viele Menschen wirklich in die Dunkelheit führt. Ja, ganz im Gegenteil, einige Verfälschungen, die wären, wie du sagst, einerseits einmal nicht geahndet, sondern wenn du etwas geschrieben hast und der andere geht und nimmt das und verfälscht das noch, du musst froh sein, dass du derjenige bist, der an die Kasse kommt. So wie es mir passiert ist, da hat der Guido hat rund 30.000 Mark hat er verlochert wegen dem. Ja. Da Dela und der Victor auch. Ebenfalls. Ja, und das ist das wirklich Perverse, dass wenn du die Wahrheit schreibst, wirst du noch dafür verfolgt, genau wie dafür. Assange, ne? Ja. Oder veröffentlichst. Ja. Und die Medien, die Lügen ohne Ende verbreiten, welcher Krieg es das auch ist. Das ist die beste Dings, wo kannst du überhaupt erwähnen. Das ist weltbekannt, aber es kümmert sich wenige drum. Ja. Bush hat einen Krieg angefangen, basierend auf einer Lüge. Ja. Und der wird nicht belangt. Das ist ein Völkerrechtsverbrechen. Ja, Beide Bush. Aber der zweite noch schlimmer, ne? Ja. Wo sie gesagt haben, die haben Massenvernichtungswaffen und sie hatten keine. Ja. Da kannst du hinterher, kannst auch nicht jemanden erschießen und sagen, ja, ich dachte, er hat eine Waffe. Ja. Ja, bist du trotzdem dran. Natürlich. Aber wenn der millionenfach Leute umbringt, dann, falsch, dumm gelaufen. Ja. Hm. Das ist ja sehr weg. Schau dir mal das Militär an. Jede Militär, jede Armee ist eine Mörderorganisation. Ja. Aber wenn du etwas sagst, dann schreit dich in den Boden ein oder werden dich noch aufhängen oder weiss ich was, abstechen oder abschiessen. Du bist ein Verräter, oder? Und so weiter und so fort. Oder? Wenn du gehst, Gott Worte sagen. Und da, jede Armee ist nichts anderes als eine Mörderorganisation. Ja, es ist organisiertes Verbrechen. Ja, ja. Richtig. Mörderverbrechen. Richtig. Ja. Mörderorganisation. Aber versuch das den Menschen klar zu machen. Du kannst es immer und immer wieder schreiben. Der eine und der andere macht sich Gedanken darum, stoßt vielleicht drauf. Ja, und der fängt da richtig zu denken, aber das ist selten, Michael. Ja. Ja. Ja, vor allen Dingen spiegelt das wieder, dass es im Gesetz, in unserem Gesetz gar nicht um Wahrheit geht, sondern um Macht. Um Macht,
hauptsächlich. Macht und Geld. Ja, Macht und Geld. Und Macht ist Geld und Geld ist Macht. Ja, genau. Ja. Diese Frage, die kam bezüglich, warum die Plejaden keine rechtliche, also dass es nicht auf rechtlicher Basis ist, wenn sie eine Ehe schließen, sozusagen. Mhm. Ne? Dass da, also ist weil, der Mensch wirklich frei. Wenn du die Frau hast, bist du frei, deine Frau ist frei. Ja, sie haben in Wirklichkeit eine rechtliche Basis, aber das ist das sozusagen die Gesetze der Schöpfung, nach denen sie leben. Genau. Und da ist es nicht notwendig, dass du ein Blatt Papier hast, sondern man entschließt sich dazu und lebt dann halt zusammen. Ja. Du hast dieses Recht, deine Frau hat dieses Recht. Ja. Du mischst dich nicht rein bei ihr, sie mischt sich nicht rein bei dir. Ja. Ja, aber vor allen Dingen, dass sie haben ein Rechtssystem, aber das sind eben die Gesetze und Gebote der Schöpfung. Ja, richtig. Das ist aber etwas ganz anderes, als das unsere Gesetze vorschreiben. Das ist etwas ganz anderes. Ja. Es ist eine ganz andere Ordnung. Es herrscht völlig andere Gegebenheiten. Ja. Oder? Aber es hat trotzdem Recht und Ordnung. Es hat Recht und Ordnung. Ne? Es ist halt nicht so, dass man sich da vor Gesetz verklagt. Ja, nein, es ist frei, Recht und Ordnung. Frei. Ja. Oder? Und das andere ist erzwungene Recht und Ordnung. Ja, genau. Es ist alles auf die Vorschriften. So und so ist das, so und so ist das, so und so ist das. Ja, die Staatsgewalt, sagt man ja auch. Ne? Ja. Gewalt, um etwas zu erzwingen. Nicht, weil die Leute erkennen, dass das richtig ist. Ja. Also in vielen Dingen erkennen es die Leute natürlich schon, dass Mord Unrecht ist. Ne? Ja, oder logisch. Diebstahl ist Unrecht. Ne? Ja. Ja. Aber siehe schon, wie wir ausgeplündert werden durch Steuern oder eben wenn da irgendwelche Banken untergehen und werden denen noch Boni gezahlt, ne, was für ein Unrecht das offensichtlich ist und trotzdem passiert. Ja. Wo das dann eigentlich nur Macht ist, die das am Laufen hält, ne? Ja. Nicht wissen. Wenn du denkst, unsere Bankverwalter, die verdienen etwa 14 Millionen pro Jahr. Ja. 14 Millionen. Ja. Mit dem, was du Steuern zahlst. Ja. Mit dem, wo du der Bank Geld gibst zum Verwalten und so weiter und so fort. Ja. Kriegst nicht einmal mit Seis. Ja. Oder? Ja, aber von einem gewissen Betrag an ist einfach fertig, kriegst du kein Zeis mehr. Ja. Das Geld, das wir da auf die UBS tun oder da haben, oder auf der Raiffeisenkasse haben, oder heute am Thurgauer Kantonalbank haben, da kriegst du kein Zeis. Ja. Im Gegenteil, du musst noch zahlen dafür, dass es verwaltet wird. Ja. Dass es gehortet wird. Ja. Gut. Dann sagt sie weiter, 79. Satz, doch den weisen Frieden der unendlichen Existenz des Gesetzes, nein, des Geistes, ich lese nochmal, doch den weisen Frieden der unendlichen Existenz des Geistes, der unsterblichen Schöpfung zu verstehen, das geht ganz einfach durch sein menschliches Verstehen hinaus. Ja. Ja, und das jetzt Verstehen das muss auch wieder entwickelt werden. Das muss entwickelt werden. Ja, dass man... Ja. Es weiß, wie soll ich das sagen? Es versteht zum Beispiel der Mensch nicht das Nihilo. Dass das wirklich nichts ist. Nichts und unendlich ist, endlos ist. Der Mensch kann sich das gar nicht vorstellen, dass überhaupt nichts ist. Dass etwas existiert, wo nicht erfassbar ist, wo wie soll ich sagen,
wo nicht räumlich erfassbar ist, eine Unendlichkeit. Oder? Dass das kein Anfang, kein Ende und nichts hat. Das kann der Mensch sich gar nicht vorstellen. Nein. Oder? Ich weiss nicht warum, aber es geht nicht. Es geht ihm nicht in den Schädel rein, dass es das wirklich gibt. Ich kann mir das lebhaft vorstellen. Da habe ich absolut kein Problem. Dass einfach wirklich nicht existiert. Dass etwas gibt, wo raumlos ist, wo kein Anfang, kein Ende hat, das kann ich mir lebhaft vorstellen. Das ist kein Problem für mich. Aber versuch das bei einem Menschen mal zu eruieren, einmal zu schauen, dass er ob er überhaupt sich vorstellen kann, dass es überhaupt nichts gibt. Dass es sogar eine Endlosigkeit ohne Anfangs- und Ende gibt. Ja, das ist... Versuch das mal. Ja, das ist ziemlich groß. Ja, die Frage kam auch, als wir da... Ich hatte sie ans Internet gestellt, wir hatten ja schon über Nilo gesprochen. Und dann kam da halt auch eine Frage, wo ich dann bestätigte, das Nihilo ist absolut nichts. Das ist nicht nur nichts, sondern absolut. Das ist kein relatives Nichts, sondern ein Nihilo absolutes nichts. Nichts. Ja. Aber das Verstehen kann sich ja entwickeln. Genau, ja, das kann sich schwierigere Aufgaben lösen können. Natürlich, aber das braucht das. Ja. Der Mensch muss denken lernen. Ja. Weg von der Religion, weg vom Glauben. Ob es religiös ist oder weltlich ist, er muss weg von dem. Er soll anfangen zu denken, das ist erforderlich. Wenn etwas begriffen wird, verstanden wird, dann nur durch das, dass wirklich darüber nachgedacht wird. Hm. Anders gibt es nicht. Ja. Und